Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024 und befinden uns auf der Erde in der Türkei. So, meine Freunde, heute ist der 4. April 2024. Und wie ihr hinter mir erkennt, bin ich im Tal Jaunikwe. Bin jetzt ungefähr seit über einer Stunde schon hier und konnte mir so einiges ansehen. Und ich werde euch zeigen, es sind ja viele Veränderungen vorgenommen worden jetzt in den Monaten, wo das Hotel zu hatte. Alle Zimmer sind renoviert worden. Die Bäder sind komplett neu gemacht worden. Der Eingang ist neu gemacht worden. Im Hotel sind einige Sachen geändert worden. Ich werde euch den Zustand zeigen, wie war es vorher und wie sieht es jetzt aus. Gerade für Urlauber, die vorhaben, dieses Jahr noch zu kommen, denke ich mal, ist das interessant, das mal anzuschauen. Aber nicht nur das. Ich habe auch den Big Boss, also den Generalmanager, kennengelernt mit seiner Schwester. Und ihr werdet mal Bilder sehen. Seht mal, wer tut sich hinter. Also wer leitet das alles hier? Das ist schon mal interessant, mal zu sehen, wer ist das. Ich habe auch Video gemacht über die Brüder und Onkels, also die Familie. Der Vater ist ja leider voriges Jahr verstorben und der Sohn hat das ja übernommen, das Hotel. Und dann werde ich auch mit Janette sprechen. Janette ist ja die gute Seele des Hauses, wenn ich so sagen darf. Sie kümmert sich um alles. Wenn ihr Probleme habt oder Anregungen, geht ihr zu ihr. Und mit ihr führe ich ein Interview. Wir werden über viele Dinge reden, Beispiel Fußball, gerade was Männer anbetrifft. Was tut sich da? Weil, ne, hier gibt es ja diese Möglichkeiten, kennt ihr ja selber. Aber was rede ich? Am besten schaut das Video an. Viel Spaß damit und bis dahin, macht's erstmal gut. Tschüss. Jetzt zum Frühstück, weil ich habe Hunger, aber ich zeige euch mal was, und zwar ist das interessant für ältere Menschen. Moment, ich drehe die Kamera mal rum. Und zwar, wenn ihr hier vor der Brotecke steht, ne, wo die Brötchen sind, die Brot ist, ist ihr hier im Fahrstuhl. So, Moment.
So, und das Gute ist, wenn ihr durch den Fahrstuhl durchgeht, seid ihr gleich draußen und könnt Richtung Pool gehen. Ich meine, gerade für ältere Menschen brauchen die jetzt nicht die Treppen hoch und runter gehen. Ja, genau das Gleiche ist, wenn ihr zurückkommt vom Pool und wollt den Speisesaal, einfach jetzt hier drücken, zack, und Sesam, öffne dich. Und ihr seid im Speisesaal. Ich stehe hier eigentlich vor der, wie kann man sagen, gefährlichsten Stelle des Hotels. Ich sag's mal so, okay, weil es ist die Kuchenecke und ab morgen dusche ich mir jeden Früh, weil ich sage mir, solange wie die Füße nass werden, solange kann ich auch Kuchen essen. Erst wenn das Wasser, sage ich mal, vor den Zehennägeln aufklatscht, dann höre ich auf mit Kuchen essen. Ja, die Frauen haben es ja da noch schwieriger. Ja, die haben ja da so zwei hervorstehende Körperteile, die aber mit dem Alter und der Erdanziehungskraft langsam nach unten gehen. Und aber, ich sag mal, wenn die Frauen sich duschen und das Wasser kommt von oben herab und fließt dann hier so lang, ne, dann wird ja der Bauch, sag ich mal, auch nicht nass. Und ja, und dann machen die ja so komische Verrenkungen und so, ne? Und ja, dann tut der Rücken weh. Und ne, wenn der Mann dann abends im Bett liegt und sagt, komm, Geliebte, wir machen mal Höck, Höck. Dann sagt die Frau, nee, ich habe Rückenschmerzen und es geht nicht. Also macht sowas vorm Duschen, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Also bis dahin, ich werde jetzt erstmal was essen, ne? Thank you.
befinde ich mich auf der Terrasse. Und das ist ja auch alles neu gestaltet worden von den Sitzgelegenheiten. Und wie ihr seht, es ist heute wieder super Wetter. Heute ist Sonntag. Und gestern Abend hat es ein bisschen geregnet, aber nächsten Tag gleich wieder super Wetter. Und das ist, was ich sehr schön finde. Man hat jetzt hier nicht 3-4 Tage durchweg nur schlechtes Wetter, sondern es ist gleich nächsten Tag wieder schönes Wetter. Und das ist, sag ich mal, super. Ja, das dazu. Also, ich werde jetzt weitermachen. Weiterhin viel Spaß. Bis dahin, macht's erstmal gut. Gut, dann fangen wir an am Eingang. Also hier kommt man rein. Da war ja voriges Jahr rechts hier noch der Art Pförtner. Und das hat man jetzt links gemacht. Ja, es ist hier alles neu. Oben das Dach. So, hier nochmal kurz von der Rückseite. So, jetzt kommt man ja hier rein. Das ist wie gewohnt der Vorgarten. Jetzt bin ich an der Bar und in dem Raum, wo man abends gemütlich sitzen kann, sozusagen. Are you still there? Hello? I am going to call your mommy. I could be rough, I could be tall. I make you feel real uncomfortable. Can give you my finger, but not my hand. I won't do you silly little dance. Take it slow. Next thing that I know, you got a next best hope. Summer soon, body snows, yeah. Soon too, you'll find out that. But you just wanna roll, and all I think is whoa. Weekends spent in the studio, weekdays kinda like bros. I think back and it's obvious, obvious, obvious. I could be raw, I could be tall. Real uncomfortable. Can give you my finger, but not my hand. I won't.
No matter what you think now, I'm so happy that I found out you were nothing but a fake clone. And I can say it out loud. When my mommy said your story, I really had to write it down, 'cause it's the best kind of story, and you're hearing it now. Weekends spent in the studio, weekdays crowded like bros. I think back and it's obvious, obvious, so obvious. I can be raw, I can be tall, I make you feel real uncomfortable. Can give you my finger but not my hand. I won't do you silly little dance. Don't need hugs, I'm the patriot. Know your next move, I can become. Pull me fast, catch if you can. Then I'm happy.
so I'm crying, dancing, swearing I'll forget ya, kissing strangers to feel something different. But I'm still your dancing queen, so dancing. I type my name in the bar, on a wall, in a bathroom stall. Yeah, I was here. Tja, das Schwimmbecken hier innerhalb des Gebäudes kann man ja hier auch wieder benutzen, aber ich denke mal bei den jetzigen Temperaturen, die haben ja so angesagt an die 30 Grad die nächsten Tage, ich denke mal, da werde ich doch vorlieb nehmen, draußen zu schwimmen. Aber nur, dass ihr das mal gesehen habt, das habe ich ja in meinen anderen Videos auch schon gezeigt. Ja. So, an dieser Stelle möchte ich ein Versprechen einlösen, und zwar möchte ich die Gruppe Blau recht herzlich grüßen. Ich hoffe, ihr seid alle fit und gesund. Mir geht es sehr gut. Achso, für die Zuschauer, dass sie sich nicht wundern, Gruppe Blau, das ist jetzt keine Alkoholikergruppe oder Entziehungsgruppe oder wie auch immer. Die es betrifft, wissen, was ich meine oder wen ich meine. Mir geht es sehr gut. Ich bin ja hier in Urlaub, das habe ich euch ja erzählt. Ich hoffe, dass das Video euch gefällt. Und ja, speziell ist das diese Info jetzt für euch. Also alles Gute, bleibt gesund, bis dahin. Tschüss. Freunde, was muss ich noch loswerden? Und zwar, das habe ich hier noch gar nicht angeschnitten, das ist die Krankenversorgung hier. Es sind ja viele, viele, viele ältere Menschen hier. Und es kam gerade jemand auf mich zu, den seine Frau ist gleich am dritten Tag wegen Lungenbeschwerden ins Krankenhaus gekommen. Und der war so begeistert von der ganzen Versorgung, dass er sagt, die müssen das unbedingt mal anbringen, weil ja viele ältere Menschen hier sind.
Und das ist so ein super Service. Und das muss ich hier an der Stelle mal lobend hervorheben, damit ihr auch wisst, wenn ihr hier seid und es passiert irgendwas, ihr seid hier rundum abgesichert. Aber ihr müsst natürlich aufpassen in Deutschland, dass eure Krankenversicherung auch die Kosten übernimmt. Ne? Das muss man unbedingt, muss man sich darum kümmern. Das wollte ich noch loswerden. Ne? Also bis dann. So, okay. Thank you. Für Germany. Thank you. Ups. Bye bye. Bye bye. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Yep. Wer hier was, sag ich mal, ne, das muss ich mal kurz machen. Okay. Dankeschön. So, meine Freunde, ich grüße euch und ich möchte euch heute mal jemanden vorstellen, aber im Vorspann möchte ich noch Folgendes sagen. Und zwar hatte ich ja einige Bilder gemacht und zwar war das erste war die Familie, wo der Vater leider zu früh voriges Jahr verstorben ist. Das zweite, was ihr jetzt gerade eben gesehen habt, war der große Chef sozusagen, der Boss hier, der Big Boss hier sozusagen, auch ein sehr, sehr netter Mensch. Und daneben stand Janette. Und Janette ist eine super Frau. Sehr freundlich, sehr nett und alle, die ja schon Urlaub gemacht haben, kennen sie und wissen sie auch zu schätzen. Aber für die, die jetzt kommen, vielleicht die Videos hier gesehen haben von mir und sagen, okay, super, ich will auch mal hierher fahren, würde ich sagen, Janette, sag mal kurz, was du hier für eine Aufgabe hast. Und hallo, sage ich erstmal, liebe Gäste. Ich bin Gästebetreuung von Thalia Unique Hotel. Ich begrüße alle. Von Frage, Wünsche stehe ich gerne für allen hier. Okay, gut. Erste. Es haben mich viele gefragt, es geht so das Gerücht um, dass angeblich, man kann ja hier das Kind mitnehmen, also man kann ja mit Kindern herkommen. Und es geht das Gerücht um, dass ab nächstes Jahr 2025 dies nicht mehr zulässig ist. Ist das eine Fake News? Ist das wahr? Oder? Das ist nicht wahr, mein Lieber. Hier kommt ganz, ganz viele Gäste mit Kindern. Okay. Wir haben Familienzimmer mit Stockbett, das heißt, da kommen auch ganz viele Gäste mit Kindern. Okay, gut, dann haben wir das abgeklärt, also Fake News. Das Zweite, was ich gehört habe, angeblich soll hier oder ist in Planung, ein neues Hotel zu bauen, hier nebenan, ist das wahr? Jetzt ist nicht wahr, nein. Nein. Bis jetzt haben wir sowas nicht gehört. Okay. Das ist auch nicht wahr, glaube ich. Haben wir das auch geklärt? Ja. So, jetzt haben mich viele angesprochen, die Deutschen sind ja Fußballfans, ne? Ja. Und haben gesagt, Mensch, das würde ja wäre schön, wenn wir ja abends mal gerade am Wochenende Fußball schauen könnten. Und wenn es möglich wäre, vielleicht im Sommer so ein Beamer mit Leinwand unten hin, weil es ja Europameisterschaft. Und ich denke mal, da sind sehr viele interessiert dran, würden vielleicht auch viele herkommen, nur deswegen, damit man ein bisschen in der Gemeinschaft sitzt und ein bisschen zusammen Fußball guckt. Ja. Was ist da was geplant? Wir bearbeiten dafür. Ich weiß nicht, ob das, welche Zeit kann ich leider nicht geben, aber das kommt noch. Aber das müsste schnell gemacht werden, ja. Weil wie gesagt, der Fußball geht ja jetzt los. Mhm. Ne? Und es ist ja jedes Wochenende Fußball und die sind alle hier richtig heiß auf Fußball. Das gebe ich natürlich weiter, dass wir noch ein bisschen schneller sein sollen. Genau. Dann die nächste Frage, tanzen. Wir haben ja hier auch sehr viele Damen älteren Jahrganges, die gerne tanzen möchten, auch Herren. Und da bin ich angesprochen worden, wie es aussieht. So eine Musikbox, wo man hingeht und kann sich ein Lied aussuchen und hat dann die Möglichkeit, irgendwo von einer kleinen Fläche hier zu tanzen. Das können wir auch in Lobby einer Ecke das zumachen, aber dafür müsste ich auch mit meinem Manager das weiterleiten. Dass es geht oder nicht geht. Ich kann jetzt nicht versprochen. Genau. Also das frage ich auch. Genau. Das sind ja alles Anregungen von Urlaubern hier. Und deswegen sitzen wir beide ja hier, natürlich. Damit wir das bereden können. Mhm. Und es ist schon mal schön, dass du dir erstmal die Zeit nimmst mit mir. Ich bin ja kleines Licht, wenn du so willst. Ne? Ich versuche ja, wie gesagt, auch im Interesse meiner Abonnenten, die mich jetzt fragen oder die Urlauber, die mich hier gefragt haben, das weiterzugeben. Und das sind ja alles Vorschläge. Und es ist schon mal schön, dass du das annimmst und dich sehr auch bemühst, gerne, das weiterzuleiten. Das und ich denke, gerade mit Fußball, das wird bestimmt funktionieren. Ne? Weil ich glaube auch, aber das müsste ich weiter sagen. Aber
ich kann nicht sagen, dass es morgen, übermorgen kommt. Ja. Ich muss weitersprechen. Hauptsache für den Sommer habt ihr das geklärt, bis die Europameisterschaft anfangen. Die ist ganz, ganz wichtig. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Das ist aber jetzt keine Kritik, die ich habe. Ich habe da zwei Urlauber, die haben jetzt, kannst du nicht mal fragen, wenn du einmal die Möglichkeit hast. Und zwar ist in anderen Hotels, da ist immer so, dass zum Frühstück jemand mit der Kaffeekanne rumgeht und schenkt dann immer noch einmal nach. Das ist so eine Art Service ist das. Wäre das hier auch machbar, dass von den Kellnern unten... Ich glaube, die bearbeiten dafür auch. Ja, ja, das super. Kommt auch. Der Service wird bis dann noch schneller. Janet, da sind wir ja fast fertig. Ja, sehr schön. Und vielen Dank erstmal für deine Antwort. Ich bedanke auch. Ja. Ich würde jetzt, wenn du noch eine Minute Zeit hast, würde ich vielleicht mal so, dass vielleicht mal auf manche Sachen eingehst. Wie lange besteht das Hotel schon? Seit 1995. Seit 95? 95. In einer Familie? In einer Familie, ja. Okay, okay. Ja. Und der Vater hat das jetzt sozusagen die ganzen Jahre geführt, ja, ja. Ne? Und hat das jetzt an seinen Sohn sozusagen... 2019 haben die ein bisschen umgebaut, war ja alte Gebäude, ein bisschen neu gemacht, nicht ein bisschen, großes Gebäude gemacht. Und dieses Jahr haben wir unsere Badezimmer neu gemacht, in erste, zweite, dritte, vierte Stock, alle neu Badezimmern sind neu gemacht. Ja, das habe ich ja gesehen bei mir im Zimmer. Und es ist ja auch noch so, und das habe ich ja, bringe ich bei euch im Video mit, das müsst ihr angucken. Vorher, nachher, die Bar ist umgebaut worden, ist ganz schick geworden. Stühle, Tische sind hier alles erneuert worden. Die Billardtische sind an eine andere Stelle gerückt. Da hat man oben auch Tische und Stühle hingesehen. Also, das werde ich aber im Video sehen. Ne? Jetzt bin ich ja nur mit Janet erst einmal ein paar Fragen. Ja. Wenn es nicht weiter Neues, so Informatives. Wenn was ist, ich bin immer hier für euch. Genau. Also wenn irgendwas sein sollte, ich bin mit Janet ja auch per WhatsApp immer verbunden. Ja. Schreibt mir einen Kommentar rein, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Das war jetzt so auf die Schnelle, sage ich mal, ein paar Fragen, Antworten. Aber wenn ihr was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare ein. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde das an Janet weiterleiten. Und ihr bekommt dann die Rückantwort, ja? Janet. Ich bedanke mich bei dir. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib so, wie du bist. Bleib gesund. Dass du auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal komme, dass du immer noch da bist. Sehr gerne. Na? Das versuche ich. Danke. Dankeschön. Tschüss, meine Freunde. Doch ab morgen ist Zuckerfest. Das geht wohl. Das geht wohl 3 Tage. Und deswegen ist ja auch wahrscheinlich die Familie, also die ganze Familie ist ja da, welche das dieses, sag ich mal, Hotel, naja, das Hotel leiden nicht, also da ist ja eine Person mit seiner Schwester, die das machen hier. Und auf jeden Fall ist die ganze Familie hier, die morgen das Fest feiern im Kreise. Und wird morgen auch ganz schön aufgetischt hier, also soll ja wohl ganz toll werden. Bin ich ja richtig froh, dass ich morgen ist ja mein letzter Tag, und da bin ich richtig froh. Hi! Du kannst mich immer unterbrechen. So, heute versuche ich mal schön Sonnenuntergang zu filmen. Ich hoffe, das gelingt mir. Aber so, was ich hier sehe, sieht schon geil aus. So nebenbei gesagt, heute werde ich mal versuchen, im Hotel
Aufnahmen zu machen bei Dunkelheit, damit ihr das auch mal von der Seite noch mal seht. Ja. Stay.